gas. Allt bränt där. Jobba. Spåret ja, bränt. Nej, nej, det är inte omfall. Det är bajt. Det är bajt. Det är inte omfall. Det är inte omfall. Jag hoppas det. Das sind die Unfälle. Sag, wenn es klopft, dann klopft es. Er ist aber auch tot. Ja. Hast du gesehen, das Führerhaus? Ja, ja. Aber wahrscheinlich hat das Board noch brennt. Ja, nachher noch. Das ist, dort ist ja Baustelle, weißt du? Darum ist die Feuerwehr dort. Ja, aber das ist ja, ja, aber die Feuerwehr ist wirklich bei Unfall auch. Weißt, das ist ja Baustelle dort. Ja, oder? Aber wenn der Lastwagen auch aufbrennt, dann brennt auch das Board. Darum war es so schwarz und oben. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier filme, aber das ist der Wunsch von Werner Stolz. Die Nacht filmen, wenn man nichts sieht. Das ist, und da hat es nicht einmal Sicherheit. Oh ja, da keine Linie sieht man mehr zwischendurch, keine Sicherheitslinie mehr. Es ist also kein Vergnügen, da zu fahren. Die Nacht dabei, die Nacht. Es ist kein 6 Uhr am Abend. Das kann man sagen, oder? Das ist ja noch, vielleicht noch wichtig. Also, und so wird es in Brasilien vor allem das ganze Jahr. Es ist immer zwischen 5:30 und 6 Uhr sehr schwarz. Dafür natürlich am Morgen um 4 Uhr wieder Tag hell. Darum hat der Stolz noch nie einen Sonnenaufgang am Meer können füttern. Dann komme ich fäng ins Bett am 4 Uhr. Nach dem Nachtleben von Vittoria. Schlabberige Pizza essen, fertiges Bett. Vielleicht auch noch wichtig zu sagen, man meint ja immer, Brasilianer können nicht arbeiten, die können nur festen, so ist das überhaupt nicht. Polizeistunde jetzt zum Beispiel da in Vitoria oder in ganz Espírito Santo, die ist um 12 Uhr nachts. Jetzt muss ich vielleicht auch noch festhalten, wir sind ja immer noch etwa gut 200 Kilometer weg von Vitoria. Also es steht noch recht etwas bevor.